So, diese verkackte blöde Wurzel will einfach nicht aus dem Fundament rauskommen. Die ist unten bloß so 5 cm zwischen Beton und Fuge rausgewachsen. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Also, wie Samuel hast du? Denkst du etwa, dass du die jetzt rauskriegst? Na dann mach mal. So. Na klasse. Also ich weiß nicht, was ihr habt. Hallo, heute ist Mittwoch und heute hat es mit dem Termin endlich geklappt, dass die Handwerker herkommen konnten und haben angefangen, unsere Giebelwand abzustützen. Die ist ja, weil die Schwelle unten nicht mehr existent ist, ziemlich sanierungsbedürftig. Und jetzt kommen Stützen drunter, 5 Stück. Und dann können wir anfangen, die Wand vorsichtig abzutragen und neu aufzumauern, Fundament angucken. Naja, mal sehen. Die Jungs sollten heute fertig werden. Heute Abend schauen wir mal, wie weit sie gekommen sind. So, und während die Zimmerleute sich um die Wand kümmern, kümmere ich mich weiter um die Außenküche. Wie ihr seht, der eine Balken oben, der ist jetzt schon drin. Fehlen nur noch die Verzapfung, also die Dübel, die Holzdübel. Und hinten der Balken ist auch drin und jetzt geht's ans Gefache. Jetzt gucke ich mal erstmal, wie ich mir das vorstelle, ob das so klappt. Und guck mal, wie weit ich heute komme. Hallo Leute, das mit dem Abstützen hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Die Handwerker haben gestern auf den Mittag hin abgebrochen, weil wir in der Küche scheinbar einen alten Keller drunter haben und die Stützen da einfach nicht halten. Da sackt alles weg. Naja, jetzt haben wir morgen erstmal eine Baubesprechung mit dem Fachmann dafür und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Hallo Leute, heute ist Freitag. Dachlatten sind drauf auf der Außenküche. Alles noch ein bisschen Überstand. Sobald das Dach drauf ist, wird es alles passend abgeschnitten. Ja, dann die Querbalken sind auch alle drinne. Und am Sonntag kann es losgehen mit Ausmauern. Ja, dann schauen wir mal, dass wir die Dachrinne noch ankriegen und hoffen mal, dass bis nächste Woche das Dachblech da ist. Okay. Heute ist Freitag und ich war ganz fleißig die letzten 2 Tage und zwar, wie man sieht, sind die Beete jetzt grasbefreit. Stattdessen habe ich das Hackschnitzel, das gehäckseltes, von dem Haufen. Da ist auch noch genug übrig, dass ich noch das dritte Beet machen kann, beziehungsweise das vierte. Und ja, jetzt sieht man erstmal, wie viele Erdbeeren hier eigentlich drin sind. Die haben sich ordentlich vermehrt, da der ganze Streifen. Hier sieht man, wie so ein Ableger sich schon wieder rüberwurschtelt. Ich habe schon ganz viele hier überall. Also da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall eine ganze Menge Erdbeeren haben, die wir zu schnabulieren haben. Der Mangold, wie man sieht, ist auch noch sehr groß. Und da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge, was wir ernten können. Falls sich jemand gewundert hat, warum hier die Wurzel so lange drin war. Das Ding war sehr lange drin, einfach. Es sah so aus, als ob wir dann gar nichts gemacht haben. Und die Wurzel hat es auch so empfunden, denn sie ging einfach partout nicht raus. Also wir haben bestimmt 2-3 Wochen lang da rumgewurschtelt immer mal. Aber das ist halt einfach auch sehr, sehr schweißtreibend. Und da das jetzt nicht so die höchste Priorität auf der Liste hatte, haben wir uns lieber darum gekümmert, erstmal außenrum weiterzumachen, als da jetzt einen Tag lang dazu verbringen, diese Wurzel rauszukriegen. Und ja, wie man sieht, ein bisschen ist noch drin. Aber da müssen wir wahrscheinlich nochmal mit der Spitzhacke ran. Jedenfalls, sie ist jetzt raus. Es hat lange gedauert, ja. Aber wie gesagt, es sah halt auch bloß so aus, als ob wir daran überhaupt nichts gemacht haben. Heute ist Wurzeltag. Wir sind gerade dabei, noch vereinzelte Wurzeln rauszukriegen. Zum Beispiel den Stamm hier und da hinten. Denn hier soll ja schließlich mal ein Durchgang sein. Und da wäre es ganz nett, wenn man nicht um
um Bäume rumwackeln müsste. Genau. Und die andere, das Ding kommt auch noch weg heute. Ja. Und die andere Wurzel qualmt da hinten schon vor sich hin. Da habe ich vorhin mit Bohrmaschine und Säge und Stechbeitel das Gitter befreien können von den Wurzeln. Die sind ja da richtig rumgewachsen. Ja, und jetzt brennen wir das Ding raus. Wir haben es nicht rausgestemmt gekriegt. Aber jetzt ist es klein genug, dass wir es auch aufbrennen können. Hier der Haufen ist auch weg. Das ist alles im Beet. Und sieht wieder alles ein Stückchen sauberer aus. Und der ganze, das ganze Erdzeug, was hier noch rumlag und hier in dem Weg. Da fliegt gerade ein riesiger starren Schwarm rüber. Wahnsinn. Das ist immer ganz witzig, wenn es noch ganz viel Gezwitscher gibt und auf einmal ist es ruhig und man hört nur noch die Flügel flattern. Das ist immer ganz witzig. Da weiß man dann immer, jetzt muss man nach oben gucken. So, und Luisa hat sich vorhin beim Fahrradfahren beschwert, dass der Weg hier zu ungerade ist und dass es hier auf der Seite total blöd ist, mit dem Fahrrad lang zu kommen. Und deswegen haben wir den ganzen Dreck von vorne, den wir da rausgeholt haben. Wie man sieht, ziemlich viel. Habe ich jetzt mal benutzt, um hier mal die Strecke, wenigstens da, wo man langläuft, ein bisschen zu begradigen. Und hier vorne war auch noch so ein Hügel. Und dann kann die Luise ein bisschen einfacher da lang fahren. Hier habe ich auch noch ein bisschen begradigt. Hier war ja auch noch ein Hügel. Also so langsam, holt jetzt die harten Methoden ran. Hier vorne kommt noch so eine Rasenkante, wie ich das hier auf der Seite gemacht habe. Und dann haben wir hier quasi den richtigen Eingang. Denn der hier soll erstmal nicht unbedingt benutzt werden. Warum? Werden wir noch erzählen. Wir haben es ja diese Woche schon ein bisschen angedeutet oder erzählt, dass die Giebelwand, die ja sowieso so ein bisschen der sensibelste Punkt an dem ganzen Haus momentan ist, weil der so instabil ist, sollte abgestützt werden. Und ja, das konnten die Zimmermänner leider nicht weitermachen, weil eben, wie Uwe so schön am Anfang der Woche erzählt hat, der Boden da nicht ganz so viel Halt gibt, wie er sollte. Und daraufhin hatten wir dann ein Gespräch mit dem Zimmermannmeister und der meinte, wir sollten auf jeden Fall da jetzt erstmal gar nichts machen, bevor wir das nicht alles abgeklärt haben, wie der Baugrund ist und wie gut die Fundamente noch instand sind und ja. Genau. Ja, naja, Thema heißt jetzt Statiker ranholen.
Einmal, ich habe jetzt schon mal Probeschachtung gemacht am Fundament runter, ist sehr faszinierend. Also da ist von Bruchsteinfundament über Ziegelsteinfundament und Betonfundament alles drinne, was irgendwie geht. Und ja, das ist natürlich eindeutig klar, dass da keine gleichmäßige Tragfähigkeit in dem Grund drinne sind. Und da ich ja kein Fachmann bin, müssen wir das jetzt erstmal wirklich abklären lassen. Ich habe viele Bilder gemacht für den Statiker gleich, damit dass ich schon mal ein Bild machen kann. Und der wird dann sicherlich hier einmal vorbeikommen, Aufmaß machen und dann kriegen wir eine Grundstatik für das Haus, hoffentlich. Ich habe jetzt auch beim Buddeln mitgekriegt, also Keller habe ich jetzt nicht gefunden in der Küche. Ich habe auch mitten in der Küche einmal aufgebuddelt, da sind so 20 cm Schutt mit Kies drüber und darunter ist Lehmboden und das Einzige, was ich halt überall sehe, sind lauter Löcher von kleinen Nagetieren, die sich da wahrscheinlich unter Fundament durchgraben und die Fliesen konnte man auch einzeln einfach hochheben, darunter waren komplette Gänge. Könnte auch erklären, warum dann natürlich alles schief ist und wenn da Löcher drin sind, dann sackt man da natürlich auch ein. Aber so, wie gesagt, Keller an sich habe ich jetzt keinen gefunden. Aber wie gesagt, das klären wir erstmal alles ab. Genau. Mal sehen, was der Statiker dazu sagt. Vielleicht kennt er ja sowas schon. Und dann gucken wir mal. Ja, also wichtig ist jetzt erstmal wirklich, dass wir da an der Wand nichts anfassen mehr groß. Und wirklich das erstmal abklären, damit wir auf der sicheren Seite sind, damit da nichts passieren kann. Und deshalb, ja, ist da an der Stelle erstmal Baustopp. Auf jeden Fall war es gut, dass wir wirklich erstmal an dieser Giebelwand gearbeitet haben und die jetzt angehen, weil wenn wir jetzt innen hätten entkernt oder irgendwas, dann hätte das ganz übel ausgehen können. Also es war schon ganz gut, dass wir jetzt erstmal nur Putz abgemacht haben, um zu gucken, was drinnen ist und noch nicht großartig angefangen haben, strukturell irgendwas anzufassen innen und irgendwelche Wände rauszunehmen oder sonst irgendwas. Das war schon gut so. Na nee, ja, der Zimmermann hatte aber noch eine coole Idee für uns. Wir haben ja schon seit Ewigkeiten eigentlich den Traum gehabt, einfach mal irgendwo dann auf dem Grundstück ein kleines Tiny House hinzubauen. Und vielleicht übernehmen wir das jetzt als Option und dass wir hier einfach schon mal mehr schalten und weiten können, dass wir hier wirklich ein Tiny House hinbauen und die Kinder sind auch total happy darüber. Und ja. Ja, also damit wir erstmal herziehen können, weil wir einfach auch in der Wohnung nicht länger bleiben wollen. Und wenn wir hier schon mal so ein großes Grundstück haben, warum nicht einfach was hinsetzen, wo man schon übergangsmäßig drin wohnen kann. Ja. Und dann können wir uns mit dem Haus auch wirklich Zeit nehmen und das auch dann so machen, wie wir es dann endgültig haben wollen, weil wir sonst jetzt wahrscheinlich auch sehr viele Kompromisse und Zwischenlösungen eingehen würden, die wir dann, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, auch finanziell stemmen könnten. Und auch zeitmäßig stemmen könnten. Genau. Und das dann nicht so ein Kraftakt ist, das jetzt in einem halben Jahr alles durchzuboxen, damit wir einziehen können. Und so haben wir natürlich erstmal nochmal eine Investition in so ein Tiny House. Aber das Ding haben wir ja dann trotzdem. Also wir können es dann halt auch für Besucher nehmen. Genau, oder unsere Gäste werden sich bestimmt drüber freuen. dass man einfach da auch ein bisschen mehr Abstand hat zueinander, dass es dann halt nicht so viel Lärm ist. Oder wenn die Kinder dann mal ausziehen wollen, können sie sich das theoretisch mitnehmen oder können dann halt da reinziehen erstmal. Also da haben wir halt dann eine Investition, die eben nicht verpufft, sondern theoretisch könnten wir es auch wieder verkaufen, wenn wir keinen Bock mehr drauf haben oder wenn wir es dann nicht mehr brauchen. Also ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Option. Wir sind jetzt gerade abgelenkt, hier fliegt schon wieder ein Schwarm vorbei. Ja, also das ist jetzt erstmal so der Plan. Jetzt informieren wir uns erstmal, was für Genehmigungen man dafür braucht und wo wir sowas herkriegen. Und dann geht's da weiter an der Stelle. Genau. So sieht der Plan aus. Plan für heute. Ich habe schon Armierung gelegt in die Außenküche. Da kommt jetzt nämlich erstmal der Unterbeton rein. Fliesen werden wir nicht schaffen bis zum Wochenende, aber da jetzt mache ich einen glatten Unterbeton. Den können wir da als Grundlage nehmen für unseren späteren Aufbau, den wir dann irgendwann reinmachen. Wir wissen immer, also wissen schon so halbwegs, was wir wollen, aber naja, es kann sich ja trotzdem alles noch ändern. Vielleicht sehen wir noch was Schönes, was uns total überzeugt. Und jetzt kommt erstmal der Beton rein. Und morgen kommen die Dachplatten drauf. Und dann ist das
vom Prinzip her schon mal überdacht, Boden drinne. Und dann lässt sich auch viel leichter arbeiten bei Mauern und ich muss nicht die ganzen Partyraum. So. Ja, weil am Samstag feiern wir ja Luises Geburtstag und das ist dann die erste Geburtstagsfeier, die wir hier auf dem Grundstück feiern. Und da wäre es natürlich schön, wenn man was mit einem Boden und einem Dach überhaupt. Deshalb sind wir da gerade so ein bisschen auf Hochtouren am Arbeiten, dass das alles noch einigermaßen nicht ganz so nach Baustelle aussieht, wenn hier alle Gäste kommen. Und ja, mal sehen. Ja, ne? Und ob dann alles geklappt hat, das werdet ihr dann nächste Woche sehen. Genau. Oder am Samstag, wenn ihr herkommt.